Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Feudal, Your Own. Heute wieder mit dabei, der Uwe. Jo, hallo, und natürlich der Tim. Und jetzt Wie? wird es lustig werden, weil wir versuchen, da hier einen Berg hinaufzukommen. Und da oben war aber ein Bär. Jetzt weiß ich nicht, ob das lustig wird oder gefährlich wird. Ich weiß es noch nicht. In der Zeit zwischen dieser und der letzten Aufnahme haben wir schon mal unsere Karren vollgepumpt, Genau, inklusive unser eigenes Inventar, und jetzt wir haben ja treten wir die viel voll Heimreise gemacht. an. Oh, das geht voll wirklich geil nach da hier. Oh. Und ein bisschen schräg fahren, ne, Tim? Aber weißt du was, da hier ist ein cooler, da könnte man durchkommen. Siehst du die? Da ist so ein blöder Apfelbaum. Ja, den kann man ja im Zweifelsfall ummachen. Ah, vielleicht können wir in der Kuhle hier hoch. Ja, erstmal nur zu erstmal hoch zur Kuhle kommen, ne? Ja, ich hab's geschafft, also. Wenn du wenn rechts vom Apfelbaum bleibst, dann komm mal auch drauf vorbei. Oh ja, das geht. Oh, das geht. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen, aber es geht. Kommst du hinterher? Jo, mehr oder weniger. Oder soll ich warten? Warte mal. Mehr oder weniger. Okay, meiner bewegt sich kein Millimeter mehr. Du Jetzt musst geht's rechts, links, weiter. rechts, links probieren. Jetzt geht's weiter. Ja, der will immer, wenn gekitzelt werden, das Pferdl. Naja, ich frage mich nur, was man machen wird, was der machen wird, wenn man da jetzt eine Karotte vorne dran hängt. Du bist ja gemein. Naja, aber wir werden schneller zu Hause, ne? Bist du gemein. Oh, ich häng. Ja, Wir ich poltern nach brauch noch vorne ein weg. wenig. Ah, die Kutschen dürfen so weit wirklich was machen, Leute. So, wohin eigentlich? Ich fahre jetzt einfach dir hinterher, gell? Jawohl, fahren wir mehr hinterher. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich habe mein Kettler offen, ich muss jetzt wegen mehr nach links. Ja, ich habe meins jetzt mal wieder zugemacht, dass man ein bisschen mehr sieht. Sag mal, was ist denn da los? Jetzt. So, komm, fahr zu, Bub, komm. Ich habe mir hier wieder diese kleine Kuhle ausgesucht. Wir müssen da aber mehr da hier, dass wir da raufkommen, Tim. Da her. Darauf? Ja, gehen wir da an dem Rand hier entlang ein wenig. Das müsste ein. Das ist unsere Richtung zum Berg, ja. Etwas mehr dann nach links wieder, ich sag das aber. Ja, ich bin jetzt fast parallel ein bisschen weiter hinten. Jetzt muss ich da Ich wieder versuche bloß korrigieren. immer die Bäume ein wenig zu umfahren, was? Ja, ich versuche einfach schon so weit wie möglich in Berg oben zu bleiben. Wobei Ja, das das. nützt aber nichts, wir müssen ja noch rüber, wir müssen ja noch links, wir Naja, ich müssen hab's gerade gemerkt. ja an dem Berg rechts vorbei, ne? Keine Ahnung. Ich habe meine Karte gerade zu. Aber ich kann ja Aber mal gucken. komischerweise machen das Strüpp hier im Moment und fährt nichts aus. Jetzt das Spinde. Ja, jetzt bist du auch Ah, voll ins Gestrüpp gefahren. jetzt Spinde total, ja. Ja, aber wir fahren jetzt auch geradewegs auf dem Joe sein Feld zu. Auf dem Deck sein Dorf zu. Ja, ich muss jetzt sehen, dass ich dann aufkomme. Ah, mach doch zu, hey. Also ich habe hier so eine schöne kleine Kuh. Naja. Mehr oder weniger Kohle gefunden. So, also ich bin da. Ich mach mal halt. Jetzt habe ich schon wieder diesen Grafikbug. Ah, ich weiß warum. Ah, Blick ist es. Bin da. Jo. Auch hier jetzt nicht den Backdown auf, oder? Oh, da kommt was. Ein Elch. Ja, aber nicht zu uns. Neben dir ist er. Ja, aber der lässt. Solange du dem nichts machst, lässt er dich in Ruhe. Naja, der rennt von uns weg. Also das Stück am Meer entlang haben wir uns schon mal gespart, ne? Ja, das ging jetzt dann doch hier rum schneller.
Und wir haben 6000 Erz dabei, das ist schon mal sehr gut. Wollen wir dann den Rest vom Weg wenigstens so gehen, wie wir gekommen sind? Das ist ja jetzt anstatt querfeldein halt, ne? Tim, wir müssen gucken, wie wir zum... Oh, scheiße, da ist der Bär. Wo ist er? Wo bist denn du? Ich seh dich nicht mehr. Ich bin den Berg unten schon. Ah ne, das ist ein Keiler. Naja, ein Keiler ist auch scheiße. Ich seh dich gar nicht mehr. Ich bin ein Berg unten. Ja, was heißt Berg unten? Welche Richtung? Richtung Deck sein Dorf? Nein, Richtung großen Berg. Ach Gott. Rechts vorbei am großen Berg. Rechts vorbei am großen Berg. Ja, ich will jetzt halt den Keiler nicht wecken. Das sollst du ja nicht. Mach überhaupt wieder keiner. Ja, aber ich komm nicht den Berg hier hoch. Na, dann fahr doch andersrum. Der Keiler tut dir doch nichts, wenn du auf den Bock hockst. Natürlich rennt er mir hinterher. Aber der tut dir auf den Bock nichts. Natürlich trifft er mich. Ich sehe dich aber immer noch nicht. Ich stehe unten im Tal. Siehst du mich? Nee. Warte mal. Aber jetzt reite ich wieder Richtung Deck sein Dorf. Dann musst du ja, kannst du ja nur noch dastehen. Ich hab mich komplett verfahren. Ich stehe ziemlich unten im Tal, stehe ich jetzt. Ja, aber bei mir gibt's nicht mehr viel Tal. Wir müssen unbedingt das Pferd bei dir austauschen. Ah, da stehst du. Reih doch einfach weiter. Ich komm doch gerade, ich hab dich doch gerade gefunden. Rechts vom Berg weg, dass man am Berg. Ja, das hilft mir nicht viel, rechts vom Berg weg. Du siehst den großen Berg. Ich bin doch direkt hinter dir. Ja, ist doch gut. Ja, was machst du dann als noch Worte? Ich merke, diese Kutsche macht mich aggressiv. Hab ich kein Problem mit. Wie viel Puste hast du noch? Also dein Pferd? 137. 34. Was? 34 oder 134? Nein, 34. Ich hab nur maximal 100 Ausdauer. Also wir können noch ein Stückchen zu. Lauft noch zu. Ich sag dir Bescheid, sobald bei mir auf 10 gefallen ist. Ich bin voll schütze hier. Kaum beweg dich, du. Ja, welche Richtung müssen wir denn weiter? Ja, das passt doch. Ich bin schon richtig. Ja, dass du richtig bist, bringt mir recht wenig. Du musst mir immer nur sagen, welche Richtung du weiterfährst. Weil ab und zu kriege ich das nicht mehr. Genau die Richtung ist jetzt Richtung Heimat. Und ich versuche halt nicht ins Tal runter, sondern an die Berge entlang mich zu hangeln. Dass wir nicht irgendwo hängen bleiben, weißt du? Ja, das hat doch bloß geklappt, hey, gibt's doch gar nichts. Du kannst jetzt mal stehen bleiben, weil es mit meiner Puste nicht mehr lange geht. Ja, kommst du, jetzt mehr zusammenbleiben. Kommst da hier. Ich halt. Ich steh. Ist unsere Zeit auch schon um? Nee. Die ist tatsächlich gerade erst zur Hälfte rum. Na toll. Kann man doch gut haben, siehst du? Ja, das ist das so mit dem Wegplan, ne? Jetzt müssten wir da unten schon
Jetzt müssten wir einfach nur noch geradeaus in die Ja, jetzt ist Richtung. da unten, müsste schon der Weg sein, ne? Aber wir müssen uns ein bisschen rechts halten, tatsächlich. Richtig, richtig, habe ich ja gesagt, rechts. Dann können wir einfach mitten durchs Tal und dann auf dem Weg anschließen. Genau. Aber hinten bei unserem Eingang, wo das dieser Handelsposten ist, da kommen wir den Berg nicht mehr auf dem. Von der Rum genauso wenig. Ne, den Berg hinten auf bei dem Lagerhaus habe ich geschafft schon. Ja gut, dann fahren wir den. Wie sieht es bei dir aus? 78, ich habe gerade 80 Ja, Ausdauer das erst Pferdel wieder. ist kaputt, das kannst du knicken. Es ist halt Da auch tun nur eine wir, Stute, ne? Es da ist hängen kein wir, Schlachtraus. ja, da hängen wir Schlachtraus nach, das hat keinen Sinn. Muss ich erst mal gucken, wie man das entblättert hier aus dem Schiff. Ausschüren. Ausschirren heißt das, glaube ich, Naja, ne? so ähnlich, will ich jetzt mal sagen. Wir können weiter. Probieren wir mal Glück, also auf geht's. Oh, da ist der Bär, ne? Wo? Der hat das Links oder Glücksgrund. rechts? Ich weiß nicht. Scheiße, der hat uns gesehen. Ja, da geht da runter, wo Nee, die hat er nicht. Er Schule hat ist. uns noch nicht gesehen. Aber der Komm ist da runter. verdammt nah. Der ist links, ne? Ja, der ist links hinter uns. Der sieht uns aber nicht. Er hat uns nicht gesehen. Jetzt sehe ich ihn Ja, da halt geht nicht da mehr. runter. Jetzt sind wir weg von der. Und es geht ein bisschen schneller vorwärts. Wenn wir jetzt geradeaus da vorne über diesen Hügel kommen, dann können wir direkt auf unseren Weg. Ja. Nur dazu muss ich jetzt halt schon anschrägen, dass ich den Berg hochkomme. Verfolgen tut er uns nicht, ne? Nee, 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 er hat uns ja nicht gesehen. Ich hab nur gedacht, weil er schon Dornauf? so Wie soll ich denn Dornauf kommen? eher angeschrägt. Ah ja, lange Linie fahren, geht. Das geht gut vor, Tim. Lange Linie fahren. Du, können wir in Zukunft was trinken? Dann fahren wir schneller. Ja, ich habe noch 89%iges Bier da, also. Wein, meine ich. Ach, geschafft. Na, noch nicht ganz. Oh, komm. Bitte, 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 bitte. Ach, Gott sei Dank. Jetzt müssten wir da nur noch gerade. Oh, Scheiße, das ist schon der nächste Berg. Was noch ein Bär? Nein, Berg. Ach, Berg. Ich versuche jetzt hier durch diesen kleinen Dings zu kommen. Diese kleine Kuhle. Oh, da komme ich sogar so gut hoch. Ohne großartig Schlangenlinien fahren zu müssen. Ach, guck mal, dieses Bild, sobald es sich erstreckt, ist ein herrlich. Oh, guck mal, da unten ist schon der Weg. Ich schalte jetzt geradeaus auf den Weg zu. Oh, da ist ein Keiler. Oh. Halt die Fressen, vorhin haben wir keine gefunden, da hier tappen sie rum. Ja, jetzt verfolgt er mich. Danke. Ach, das, pass auf, dass er Holz auf dem Weg. Ja, da kommt er. Ach, lass ihn da. Lauf einfach zu, das geht bergunter hier, der tut uns nichts. Der klebt mir direkt hinten am Arsch. Das macht nichts. Solange dir dein Arsch nichts wehtut. Ja, aber wie willst du das machen, wenn du jetzt absteigst, um das Tor aufzumachen? Ja, da kann ich Ja nicht gut, du gleich. fährst jetzt einfach zu, du bist schneller als ich. Und fährst dann Ja. direkt deinen Kahn rein. Und wenn ich, sobald ich sag jetzt, kannst du ja dann das Tor zumachen. Vielleicht triffst du sie dann auch und dann ist sie direkt tot. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob wir voll beladen überhaupt dann aufkommen, das habe ich noch nie probiert. Ach, guck mal, sie ist stehen geblieben, aber jetzt kommt sie gleich wieder hinterher. Supi. Die ist schneller als die Kutsche.
Oder ich rette mich aufs Scheunendach. Ah, jetzt hat sie mich in Ruhe gelassen. Die hat keine Ausdauer mehr. Aber dann weiß ich, was ich gleich holen werde. Meine Armbrust. Und dann werde ich mal ein bisschen was schießen gehen. Aha. Kommt nicht nach, Scheiße. Jetzt weiß ich, warum ich so langsam laufe. Ich bin noch voller Erz. Wo kippen wir das eigentlich hin? Ich würde sagen, das lassen wir drinnen, oder? Ja gut, aber ich würde, wenn wir doch noch so viel... Stimmt, das wäre eigentlich am cleversten. Wir haben doch genug leere Kann da, Tim. Da haben wir es in die leeren Kann rein. Auf, Hammer zu. Hopp, 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 hopp. Ich habe leider keine Hupe. Vergiss es, hab mich festgefahren hier. Ja, weil ich hinten dran bin. Nur wenn du da die ganze Zeit daneben zuckelst, komme ich nicht rückwärts raus. Die laufen aber auch nicht gescheit rückwärts. Stopp, jetzt kann ich nicht weiter, sonst falle ich einen Berg hinten unter. Wer hat dann auch die beiden Laternen da hingestellt? So. Ich mach dann jetzt gerade mal hier in den einen Händlerskan mein Inventar rein und geh mal schnell die Armbrust. Du wirst denn jetzt nicht denken, dass ich hier mit dem Scheißding noch einmal runter fahre. Das kannst du aber knicken, Kollege. Ich mach das auch nicht, aber ich hol jetzt trotzdem meine Armbrust und geh die Wildsau schießen. Wenn ich wüsste, ob ich meine... Ah, ich hab mein Säbel dabei, ich geh mit. So. Aber warte, ich mag schießen. Ich mag den ersten Schuss geben. Mach doch du. Was du gerne möchtest. Oh, nee. Weil du hast ja sowieso von uns beiden die bessere Rüstung. Ne? Warte mal, ich hab aber Probleme, das Zeug hier loszuwerden, Tim. Leg's doch einfach hier vorne, wo ich geparkt habe, in den Händlerskan. Ich hab's dir ins Haus rein, in dein Lochhaus rein. Ja, oder da, da ist auch gut. Bist du soweit? Och, ist das schön, mal wieder schnell reiten zu können. Man sollte nur nicht geradeaus aufs Scheunendach zureiten. Wenn du kein Anlauf nimmst, kommst du drüber. Wenn, ne? Ist er da, ist da? Da, stopp, stopp, stopp! Ich lauf mal rüber zu dir. Jetzt kommt der von da! Warum hast du nicht den Dohi gestellt, wo ich stehe? Jetzt muss ich erst zu dir laufen. Wo stehst denn du überhaupt? Uhu. Ach was, der, ich warte ab, ich kann schon wieder nicht mehr, ich hab schon wieder alles verloren. Was hast du? Oh. Ich hab mein Werkzeug alles abgeräumt. Da hast die 6 gedrückt, gell? Die 5. Ja, dann hast du auf der 5 die Flucht liegen. Achtung, ich setz den ersten Schuss ab. Warte mal, ich hab die Dings noch nicht. Ach, der macht gar nichts hier, der Blödel. Er macht keinen Kampf. Gar nichts. Warum macht der jetzt keine Kampftechnik? Weil du in den Flucht geh nicht weiter vor. Weil geh ich was zurück. Gemacht hab. Weil du in den Fluchtmodus gegangen bist, das dauert 2 Minuten. Ist doch scheiße hier, doch auf, ey. Fluchtmodus und Kreistrittsmodus und. Ey, das ist extra so ein Modus, dass du, wenn soweit, wenn es mal dazu kommen soll, dass du wegrennen musst, dass du alles in dein Inventar legst und für 2 Minuten ganz schnell laufen kannst. Wie lang dauert die Chance jetzt? Weiß ich nicht, 2 Minuten glaube ich. Ich kann ja gerade mal gucken. Das sind. Flucht. Oh, schade, wird nicht beschrieben. Was, wie hieß das? Ja, Flucht. Geht's also jetzt? Also aufkommen, ja. Na, wat? Schieß da einen, bretter da einen auf den Latz. Mal gucken, ob ich wieder einen Kopf triff. Aber von dort triffst du eh nix. Musst näher ran, Kollege. Geh weg!
Du musst näher ran und trinke Bier, dann hast du Zielwasser getrunken. Jetzt, hopp, raus, noch einer drauf. Ja, meiner muss erst laden, sorry. Komm du her, du. Komm. Boah, das hat aber lang gedauert, ey. Wie geht's dir? Oh, das ist meine. Ich hab nicht viel verloren. Ich brauch mal dein Messer. Du hast mein Messer? Ja. Oh Gott, warte mal, wie geht handeln? Ach ja. Das heißt ja nicht mal handeln, es das heißt jetzt tauschen. Naja. Na, das muss ich anlegen, gell? Ja. Dann schmeiß die Bolzen jetzt raus. Ich brauch und nichts mehr zu schießen. Das Video dann wieder beenden. Ja. Aber ich möchte jetzt gerade noch die Sau häuten. Mach das. Und ich fange es hier an. Die Sau ist tot, die Sau ist tot. Qualität 3,50. Ja, du schmeißt jetzt gleich weg, du. Die Knochen auch. Noch ein paar Mal. Aber das Fell behalten wir. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich hier Schluss. Richtig. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben unerwarteterweise was gefunden zum Jagen. Ja, unerwarteterweise ist das ein Typ hinterhergerannt, das Tier, ja. Ja, ja, mir ist das wieder hinterhergerannt. Mir tut es dir nichts. Wir müssen dein Pferd austauschen. Das müssen wir wirklich machen. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Also, das hoffe ich auch. Wie gesagt, wer Lust hat, es sind genug Burgen frei. Jetzt könnt ihr übernehmen. Der Admin-Chef hier, der ist total lieb und nett. Der unterstützt euch, wenn ihr was braucht. Und wir unterstützen euch auch, wenn ihr was bräuchtet. Also immer ran hier. Wir freuen uns immer auf Nachbarn, auf neue, ne? Genau. Wir sind so alleine irgendwie. Ja. Ja, also wer Lust hat, spielt es glaube ich gar nicht mehr so teuer, ne? Ich glaube auch nicht mehr. Es gibt ja jetzt das ganz große, das spielen viele, aber ich möchte nicht bei einer Gruppe mit 100 oder 200 Mann mich anmelden, das möchte ich nicht, deswegen. Wir haben hier eine kleine Gilde und vielleicht hat sogar einer Lust bei uns mitzumachen. Gerne, immer gerne bereit. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.